ich jetzt Ja sage, wäre ich der größte Lügner auf dem Planeten. Wie hoch schätzt du die Erfolgsquote von wahrer Wohlstand ein? Bei bislang etwa 36.000 Dankeschön-Schreiben, aber 1 Million Seminarteilnehmern ist sie doch eher gering. Hinzu kommen noch die millionenfach verkauften Bücher. Ich denke, ein Coaching einmal pro Woche ist zu gering und würde Impulse spätestens nach 72 Stunden empfehlen. Wie denkst du darüber? Ja, da hat einer richtig nachgedacht. Wie heißt er? Thomas Braun. Thomas Braun. Lieber Thomas, ich bin mit meinen Leuten im ständigen Kontakt, mit meinen Kunden. Nicht mit allen, natürlich nicht, aber ich frage sie immer wieder, ich treffe sie auf Seminaren, ich lese die Chats, ich nehme auch schon mal einen Telefonhörer in die Hand. Ich will wissen, was die Leute beschäftigt. Und dieses wöchentliche Coaching, der wöchentliche Brief, Coaching-Brief, den sie bekommen, auch als Audio, das ist ja nur ein Teil von dem 7-Jahres-Kurs. Wir haben dann die Seminare, wir haben die DVD-Seminare, die Audioseminare, die Buchempfehlungen und so weiter und so weiter. Und wenn du mich kennst, dann weißt du, ich sage, lerne 1 Stunde am Tag. 1 Stunde jeden Tag. Ja, wir brauchen Impulse und wir brauchen immer wieder neuen Input, aber auch nicht zu viel. Wenn ich mit den Leuten rede, sagen sie mir, am Anfang vom 7-Jahres-Kurs gibt es nämlich 2 Coaching-Briefe pro Woche und das ist manchen schon zu viel. Du musst deine Geschwindigkeit entdecken. Du musst herausfinden, wie schnell du lernen kannst. Und ich habe immer wieder gesehen, es ist gut, vielleicht so die ersten 2-3 Jahre 1 Stunde am Tag und dann einen Cut zu machen und zu sagen, okay, und jetzt gebe ich mal die nächsten 3, 3,5 Jahre Vollgas und lerne 2 bis 3 Stunden am Tag. Wenn du das machst, gehörst du mindestens zu 1% der Topverdiener in Deutschland. Möglicherweise sogar zu 1 Promille, also einer von 1000. Ein Tausendstel, wenn du das machst. Die meisten Menschen halten das nicht durch. Und mir ist es ganz wichtig, dass ich meinen Leuten Ratschläge gebe, dass sie das möglichst durchhalten. Es geht nicht darum, dass wir hier einen schnellen Sprint machen und noch mehr Input, noch mehr Input. Es geht darum, dass wir begreifen, es ist ein Marathon. Dass wir es durchziehen mit Spaß. Und der beste Weg, um aufzuhören, wir kennen das vom Joggen, von Sport, ist, wenn du noch richtig Spaß hast und noch richtig kannst. Wenn dich völlig erschöpft hast, ist es sehr schwer, am nächsten Tag wieder anzufangen. Also hör dann auf zu lesen, wenn du noch richtig Freude hast und dann machst du weiter. Und ja, dann denke ich mit aller Erfahrung, die ich habe, dass der 7-Jahres-Kurs so richtig aufgebaut ist. Aber wenn du mehr brauchst, hey, mach 4 Kurse gleichzeitig. Ich habe sie. Lieber Bodo, was ist zu tun, wenn die Eltern einem 14-jährigen Teenager verbieten, sich zu entwickeln und seinen Traum zu leben? Nur, weil sie mit Persönlichkeitsentwicklung und finanzieller Freiheit selbst nichts anfangen können. Ja, also was ich jetzt sage, darf ich natürlich nicht sagen. Bei mir ist es so, ich war 13, da ist mein Papa gestorben. Ich habe den unheimlich lieb gehabt. Ich war echt in einem Tal, aber meine Mutter war noch in einem schlimmeren Tal. Die ist nämlich depressiv geworden. Die hat mir eigentlich alles verboten. Da war sie noch sehr religiös, ich durfte eigentlich gar nichts machen. Und ich hatte keinen Weg, sie zu überzeugen und hatte keinen Weg, entgegen ihrer Überzeugung für mich einen eigenen Weg zu finden. Das konnte ich nicht, also bin ich abgehauen. Ich bin mit 16 abgehauen in die USA, das darf ich natürlich jetzt nicht als Rat sagen. Für mich war es kein anderer Weg. Was ich aber sagen möchte ist, wenn du keine Möglichkeit findest, gib nicht auf, es gibt immer einen Weg. Bei mir war es dann das Abhauen. Vielleicht ist es ein Verwandten, den du mit ins Boot ziehen kannst. Vielleicht kannst du auf ein Internat gehen, um dich einem neuen Einfluss auszusetzen. Gib nicht auf. Ich weiß, das ist ganz schwer. Den Eltern meinen es ja nicht mal böse. Wenn die ja noch böse wären, wäre es ja leicht. Aber meine Mutter war ja nicht böse, die war ja lieb. Die war nur traurig und die hat es nicht begriffen, was ich wollte. Vielleicht ist es bei dir auch so, ich weiß es nicht. Aber Eltern geben einem Ratschläge und da steckt Schlag mit drin, Ratschläge. Und sehr oft sind die Ratschläge Rechtfertigungen der eigenen Situation. Die empfehlen dir Sachen, die rechtfertigen, warum sie so leben, wie sie leben. Und wenn die Persönlichkeitsentwicklung nicht verstehen, ist es ja nur logisch, dass sie dich davon bewahren wollen, oberflächlich gesehen, in Wahrheit, aber dir sagen wollen, guck mal, mein Leben ist doch in Ordnung, so wie wir leben, Papa, Mama, so muss es doch sein. Lass dich nicht zu sehr davon runterbringen. Lies deine Bücher, muss nicht drüber reden. Such eine Lösung, ob Internat, ob Ausland, guck, ob du ein Fernjahr machen kannst. Such deinen Weg und gib nicht auf. Denn wenn du mit 14 schon solche Gedanken hast, kannst du ganz, ganz großer werden. Ich bin da ganz bei dir.
Sind Sie geduldig? Nein. Wir warten jetzt hier gerade 3-4 Minuten, bis mal irgendwas mit der Kamera war, bis ich weitermachen kann. Das macht mich wahnsinnig. Alle erfolgreichen Menschen sind ungeduldig. Es gibt ja Leute, die sagen, hey, wenn du Geduld genug hast, dann erreichst du die Dinge, die du... Ja. Du bekommst was, wenn du geduldig bist. Aber nur das, was die schnell sind, für dich übrig lassen. Du musst schnell sein. Die neue Währung ist Speed. Speed. Alle Reichen verstehen, Geschwindigkeit ist wichtig. Stimmt das immer? Nein, natürlich nicht. Kommt auf den Kontext an. Mit Kindern musst du geduldig sein. Mit Kindern musst du geduldig sein. Mit Tieren musst du geduldig sein. Mit alten Menschen musst du geduldig sein. Mit Mitarbeitern, die neu sind, musst du geduldig sein. Aber mit allen, die ein bisschen Talent haben, bang, fordere sie auf, schnell zu sein. Sei schnell. Wenn du nicht schnell bist, frisst dich einer. Du musst schnell sein. Nehmen wir an, ich besuche ein Seba-Seminar. Vor Ort ist alles klar, ich bin motiviert, ich will ins Team kommen und dann komme ich nach Hause in den Alltag. Ja. Sind die Techniken, die Sie mir geben, so mächtig, dass sie im Alltag nicht wieder verloren gehen? Wenn ich jetzt Ja sage, wäre ich der größte Lügner auf dem Planeten. Unsere Techniken sind brutal mächtig. Können die das, was du da gerade sagst? Nein, können sie nicht. Es ist unmöglich, es wäre total unseriös, wäre die größte Lüge auf der Welt, wenn ich sage, komm auf mein Seminar, ich mache ein bisschen Staub über deinen Haupt und auf einmal, wow, so ein Zauberstaub, ist alles anders. Ja, es gibt auf Seminaren Breakthroughs, Durchbrüche. Durchbruch hat eine ganz einfache Definition, ich halte plötzlich was für wahr, was ich vorher für unmöglich gehalten habe. Ich denke plötzlich, ich kann das, das ist der Beginn von etwas, das ist super. Und die Techniken, die sind super, aber die mache ich doch nicht automatisch. Ich bin doch nicht wiedergeboren nach so einem Seminar. Also wenn jemand sagt, so wie so eine Fertigsuppe, in 5 Minuten zur Erleuchtung oder in 5 Tagen zum Reichtum, das ist Quatsch. Unser Kurs geht 7 Jahre. 7 Jahre schaffen es Menschen früher. Natürlich, ich habe es auch früher geschafft. Ich war in 4,5 Jahren finanziell frei, nach 2,5 Jahren bei der ersten Million. Aber seriös ist es zu sagen, du musst dich transformieren. Transformation hat immer damit zu tun, das Bild von einer Raupe, die da so rumkrabbelt, die kann sich nicht vorstellen, mal ein Schmetterling zu sein, diese Raupe. Und die denkt vielleicht, ja, ich will da schneller zu diesem Blatt kommen, mal irgendwann, und vielleicht auch zu dem nächsten Mal, aber dass die mal rumfliegt, von Blume zu Blume, kann sich überhaupt nicht vorstellen. Wir können uns nicht vorstellen, was alles in uns steckt. Wir brauchen eine ganze Zeit, um zu sagen, okay, ich puppe mich ein in so einen Kokon, um Durchbruch zu erzielen, um dann Schmetterling zu werden. Und so ein Seminar ist so ein Kokon. Du kommst mit anderen Erkenntnissen, mit Durchbrüchen, so wie ich den Kokon durchbreche, komme ich da raus, aber ich muss das lernen. Ich muss lernen, dass ich im Schmetterling bin. Ich muss das Fliegen lernen. Ich muss mein neues Wesen annehmen. Also ein Seminar ist ein ganz, ganz brutal wichtiges Teil in einer Kette, das wir brauchen auf dem Weg zum Erfolg. Ich glaube an Seminare. Ich habe ganz viele Seminaren zu verdanken. Aber ich muss auch lesen. Ich brauche auch die Disziplin, ich brauche auch die Routine, ich brauche auch den Umgang, ich brauche auch eine Leidenschaft in meinem Leben. Ja, also es wäre völlig unseriös zu sagen, komm auf ein Seminar und alles ist gut. Es wäre aber auch völlig Quatsch zu sagen, komm nicht auf ein Seminar, weil es dir nicht hilft. Die Wahrheit ist, Seminare sind brutal mächtig, aber sie sind kein Werkzeug, das dich komplett verwandelt für alle Zeiten.